Hallihallöchen und willkommen zurück in einfaches Stardew Valley. Die poppige Musik holt uns alle aus dem Schlaf. Zumindest ich bin gerade echt müde. Die letzte Nacht war kurz. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hier haben wir nochmal ein anderes farbiges Gelee. Gut. Dann eben im Keller schon mal schauen und nehmen schon mal die Hacke zur Stelle, zur Hand. Falls was gewesen wäre. So. Ah, schön. Batterien. Was schätze ich? Gegossen werden. Sehr schön. Wieder hier hin. Ist das egal? Das wird wohl noch. Wird bestimmt noch was. Oh, geil, 4 Batterien, das ist so cool. Gut. Dann können wir noch 1-2 bessere Sprinkler bauen. Weil heute steht eigentlich... nichts an. Der Weg hier ist auch schon wieder. Gut. Wir brauchen was lecker gekochtes. Weil heute irgendwer hat Geburtstag. Ich weiß aber nicht mehr wer. Jess hat Geburtstag. Und ich glaube, wir bringen der einfach. Können wir ein Eis herstellen? Dafür fehlt uns ein Zucker. Schade. Dann machen wir leckere. Pancakes. Pancakes mag doch jeder. So, wir hatten irgendwo noch in der Truhe noch. Aha, hier, ich wusste es doch.
Gott, jetzt können wir vier Sprenger machen. Iridium, ups. Noch ein paar Maissamen. Aber ich werde noch ein paar brauchen. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt nur vier brauche. So. So. So, dann haben wir das schon mal alles gepflanzt. Müssen eigentlich alle gießen, nur wir haben schon echt spät und müssten mich eigentlich auch. Ah ne, wir haben 4 Tage Zeit auch. Okay. Noch in die Höhle. So. Oh, das ist nervig. Ernsthaft, für die verkackten letzten 4 Felder reicht es nicht mehr. So, jetzt aber Dali, sonst kriege ich keine mehr. Hat Pierre nämlich schon wieder zu. Jetzt nicht. Ja, da liegt eine Beere, die nehmen wir aber mal nicht mit. Weil wir erst noch nach Pia müssen. Nicht, dass der Laden sofort zu hat. Ich glaube, der macht nämlich um 17 oder 18 Uhr zu. Hoi. So. Ja, wo wird Jess jetzt wohl rumgammeln?
spielen die nicht am Sch Ich habe die im Sommer, glaube ich, öfters schon am Strand. Hier, Happy Birthday. Die Frau hat sich auf alle Fälle gefreut. So, hoffentlich finde ich, vielleicht finde ich noch eine Regenbogenmuschel. Da ist sie! Die Regenbogenmuschel! Und eine Saat. Geil. So, wie immer unsere drei verlassenen Handtücher. Hier. Keine Ahnung, wem gehört. Und wie süß. Sam und Vincent sind auch am Strand. Lea ist hier und macht keine Ahnung, was sie macht. Sie malt irgendwas. Okay, dann müssen wir eben hinter das ein Regenbogenmuschel in einer Kassette bei den Zügen. Also muss ich nach ganz oben. Zum Bahnhof. Okay. Nehmen wir mal. Oh, ich war gerade. Gucken, ob Heidi doof und betröppelt am Eisstand steht, weil Alex da ja arbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben, der zu mir auf die Farm gezogen ist, der da im Sommer gearbeitet. Und Heidi steht da normalerweise immer und himmelt den an oder versucht den anzubaggern, aber entweder kriegt sie es nicht geschissen. Oder. Alle. Ich hab keinen Bock auf die Olle, kann auch sein, so. Und bei den Zügen, ich würde. Ich muss sofort flattern, nichts von den Nachbarn über die Herren. Da gut gemacht, deine nächste Aufgabe: platziere 10 Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters. Was sind denn Rüben? Was sind denn, also ich muss mal gucken, ob ich Rüben habe. Die Rüben. Also ich habe ja ein bisschen Saat immer wieder mal bekommen, deswegen guck ich mal. So, das ist platziert. Mit. Also ich hätte jetzt erst an Pastinaken oder so gedacht. Das sind Rüben. Ich habe hier rote Beete. Saat. Rübesaat. Ananas. Blumenkohl. War noch nie. Erdbeeren. Sommersaat. Ananas. Also das Einzige, was ich habe, was an der Rübe am nächsten kommt, wäre rote Beete, das sieht ja so klassisch aus wie Rüben. Noch ungefähr. Lege 10 Rüben in den Kühlschrank. Also. Ich habe hier rote Beete. 3 Stück. Ja. Ich geh die mal eben ins Gewächshaus einfach packen. Ich keine Ahnung, was da rauskommt. Nein. Weil ich sonst nicht wüsste, was, also Rübe, so eine Pastinake ist keine Rübe.
So, Zuckerrübe oder so, gibt es nicht. Also, keine Ahnung. Was damit gemeint ist. Ich pflanze einfach mal rote Beete an. Und gut ist. Wo laufe ich jetzt hin? Einfach mal hier in die Ecke. Und dann gucke ich mal, was da rauskommt. Für ein etwas. Ich habe keine. Egal. Ich glaube, es steht egal. Ich habe keinen Dünger draufgeschmissen aufs Feld. Oh. Gut. Ich muss jetzt noch ein bisschen was verkaufen. Oder ich kann noch was verkaufen. Müssen muss ich ja nicht. Das. Mit Schatten. Das kann eigentlich auch alles weg. Also wenn es Pasginat wäre, wäre mega kacke. Kann man nämlich nur im Frühling pflanzen. Dann müsste ich ja wieder fast ein Jahr warten. Das glaube ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass es entweder was ist, was man im Sommer pflanzen kann. Ach, rüber. Ich muss morgen nochmal. Oh, das noch. Einmal Pfirsichchen. Geil. Fertig geworden. Zack. Und jetzt ab ins Bett. Ab ins Bett. Bam. In der Nacht gab es einen heftigen Sturm. Okay. Es gab einen heftigen Sturm. Ein grüner Regen hat sich über das Tal gelegt. Okay. Was ist das? Egal, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.